Matthias Maurer trainiert hart, um dorthin zu kommen, wo Alexander Gerst schon ist. Ins Weltall. Ich könnte jetzt viel schneller laufen. Ich könnte jetzt 20 km/h laufen. Und brauche mal eine andere Koordination. Doch der Weg ins All ist lang. So, Alex, hast du gehört, dass einige Soyuz-Launches sind da verschoben worden? Mhm. In der Columbus-Kabine sind ein paar Sachen neu. Mhm. Rund um die Uhr werden die Astronauten von einem Team aus Experten betreut. Diese Unterrichtseinheiten, die beschränken sich ja nicht nur auf den Astronauten und auf den Instruktor. Da muss zum Teil eine komplette Halle gebucht werden. Da sind viele Leute mit dran beteiligt. Ein Beruf mit Gefahrenpotenzial. This is the only facility. Das hier ist die einzige Einrichtung, wo man im Wasser tatsächlich sterben kann. Das Training der Astronauten ist knallhart. Ich bin ein bisschen fremdgesteuert momentan. Man muss halt funktionieren, ansonsten bricht der Plan zusammen. Baikonur in Kasachstan. Diese Rakete bringt gleich zwei Männer und eine Frau ins Weltall. Einer von ihnen? Alexander Gerst. Für die Deutschen ist er Astro-Alex. Gottes Segen für eine himmlische Mission. Der 42-Jährige fliegt schon zum zweiten Mal ins All. Er weiß, was ihn erwartet. Jeder Astronaut sucht am Anfang auch immer erstmal, wo er herkommt, sein Heimatland, seine Heimatstadt. Und dann nach ein paar Tagen interessiert einen noch mehr, ja, vielleicht das ganze, der ganze Kontinent. Oder dann irgendwann realisiert man, dass dieser Planet da unten, dass das die Heimat ist. Abschied per Twitter von seinen Fans. Für ein halbes Jahr verlässt er jetzt die Erde. Letzte Nachricht vor dem Start. Steigen gleich in die Rakete. Nächster Halt ISS. In zwei Tagen, wenn alles glatt geht. Passt auf euch auf, meine Freunde. Gerst ist der erste deutsche ISS-Kommandant. Der Weg bis zu dieser Mission war lang und hart. 3, 2, 1. Ein Jahr zuvor, das Astronautenzentrum in Köln. Hier hat für Alexander Gerst das Astronautenleben angefangen. Ja, ich bin hier seit 2009. Da habe ich hier meine Grundausbildung angefangen, das Basic Training für Astronauten. Das waren 1,5 Jahre, kann man sagen, Astronautengrundschule. Das heißt, da haben wir die Basics gelernt, worum es geht, wenn man in den Weltraum fliegt, wie eine Raumstation aufgebaut ist, wie ein Raumschiff aufgebaut ist. Wir haben Überlebenstraining gemacht, wir haben Russisch gelernt, wir haben Medizintraining gemacht, wir haben Sport gemacht. Und das sind so die grundlegenden Dinge, die man als Astronaut beherrschen muss. Sein Basistraining hat Gerst längst abgeschlossen. Vor knapp 4 Jahren war er schon einmal für ein halbes Jahr auf der internationalen Raumstation ISS. Doch Raumfahrttechnik entwickelt sich ständig weiter. Astronauten müssen auch zwischen ihren Missionen ständig im Training bleiben, körperlich und mental. Das geht nicht ohne ein starkes Team. Ja, das Europäische Astronautenzentrum besteht aus über 100 Mitarbeitern, die hier Astronautenausbildung durchführen. Das sind unsere Instruktoren zum Teil. Wir haben aber auch eine medizinische Abteilung, wo es darum geht, dass die Astronauten gesund bleiben. Da wird auch medizinische Forschung betrieben an Bord der Raumstation und auf dem Boden, um uns für weitere Flüge in den Weltraum vorzubereiten. Dann haben wir die Astronautenabteilung, das heißt, da sind wirklich die Astronauten beschäftigt. Wir haben einen Crew Support, das ist eine Abteilung, die andere Astronauten unterstützt beim Training in logistischer Art und Weise. Ja, und so haben wir quasi alles, was drumherum wichtig ist, um als Astronaut in den Weltraum zu fliegen. Einer, ohne den hier gar nichts geht, ist er. Chris Kapell ist Gersts sogenannter Scheduler. Er legt das Trainingsprogramm des Astronauten auf Jahre im Voraus fest. Bis zu seinem zweiten Start ins All ist schon jetzt ausnahmslos jeder Tag verplant. Die Gerst-Mission haben wir jetzt hier. Also wir haben jetzt über die Hälfte von seinem Training gemacht. Er wird jetzt noch in Amerika sein, Russland, einen Monat in Russland, dann eine Woche Urlaub, dann 3 Wochen in Amerika, 2 Wochen in Europa und so weiter. Das geht durcheinander. Privatleben gibt es bei uns nicht. In den 2 Jahren nicht. Wenn Gerst in Köln ist, trifft er sich beinahe täglich mit seinem Terminmanager. Der Kalender ist randvoll mit Trainingseinheiten, Meetings und öffentlichen Auftritten. So, hallo, grüß. Hallo, Alex.
geht's. Und der Zeitplan muss ständig angepasst werden. So, Alex, du hast gehört, dass einige Soyuz-Launches sind da verschoben worden. Mhm. Wenn wir kurz durchgehen, was sich da alles geändert hat. Ende Mai hast du eine sehr, sehr volle Woche. Das mit deinem japanischen Kollegen. Ja? Ende Mai mit deinem Kollegen Kanai. Da wird es wirklich sehr voll sein. Das wird anstrengend, aber dafür hoffentlich gewinnen wir auch ein paar Tage nachher. Das Verhältnis ist wirklich so, dass wir sein Leben für 2 Jahre organisieren. Wenn wir die Möglichkeit haben, wird natürlich auch auf die Wünsche von den Astronauten eingegangen. Also wenn er sagt, gut, an diesem Tag hätte ich da, geht nicht so gut oder so, versuchen wir natürlich alles zu regeln. Klappt aber nicht immer. Also es ist schon so, dass er auch regelmäßig oder die Astronauten auch regelmäßig einfach akzeptieren müssen, was wir planen. Ja, also die Trainingswochen hier am EAC sind traditionell relativ voll. Das heißt, man ist wirklich von morgens von 8 bis abends um 5 mit Training beschäftigt und dann hat man dazu noch Sport, man hat noch administrative Sachen, die man erledigen muss, eine volle E-Mail-Inbox jeden Tag. Das heißt letztendlich, meistens sind das hier schon so 12, 13 Arbeitsstundentage, die ich hier habe. Macht gut. Bis morgen. Tschüss. Ciao. Terminmanager Kapell schickt Alexander Gerst direkt weiter. Der Astronaut muss heute noch ein Techniktraining absolvieren, in einem maßstabsgetreuen Nachbau eines Forschungsmoduls der ISS. Gersts Ausbilderin für heute ist die Italienerin Serena Bertone. Spezialgebiet? Das europäische Modul Columbus. Ich bereite noch das Modell vor. Gleich habe ich eine Trainingseinheit mit Alexander Gerst. Es geht um eine Einweisung in die Betriebsabläufe von Columbus und wie das Modul funktioniert. Seit Gersts letztem Weltraumaufenthalt gibt es im Modul einige Neuerungen. Willkommen zurück. Danke. Heute gibt es ein Training am Modell, okay? Ja, total. Ich freue mich, dass ich zurück bin. Zurück an dem Ort, der ihn an das bislang größte Abenteuer seines Lebens erinnert. Bei seinem ersten Weltraumflug 2014 war das Modul Columbus fast sowas wie eine zweite Heimat für Alexander Gerst. Insgesamt 165 Tage hat der gebürtige Schwabe hier vor den Augen der Weltöffentlichkeit gelebt und experimentiert. Seitdem hat sich auf der Raumstation und dem Modul einiges getan. In der Columbus-Kabine sind ein paar Sachen neu, aber... Na, die Flagge ist falsch. Ja, das ist die von Thomas. Also, ein kurzer Überblick. IML kennst du, das Mac-Vector ist immer noch da, Plasma Crystal 4 hast du schon gesehen. Biolab immer noch da, macht immer noch Ärger. Dann, was ist neu? Das hier hat sich letztes Jahr geändert. Wir haben ein neues Gelenkstativ. Das alte ist immer kaputt gegangen, jetzt nehmen wir welche von der NASA. Mhm. Kennst du die witzige Geschichte von meiner Zeitrafferaufnahme? Nein. Als die Kamera auf der Station installiert wurde. Als du oben warst? Ja, ich war oben. Ich habe die Zeitrafferkameras in der Kuppel installiert und es wurden so Robotikverfahren ausgeführt. Und ich habe das mit einem Bild pro Sekunde gedreht und ich war so stolz auf mich. Und dann die so, also morgen installieren wir Rapid Scan. Und ich so, wie morgen? Was habe ich denn den ganzen Tag gedreht? Das heute? Das war nur ein Assistenzprogramm. Und ich dachte so, oh nein. Missverständnisse in 354 Kilometern Entfernung von der Erde. Kann schon mal passieren, trotz täglichem Training. Ja, das wiederholte Training auf so eine Mission ist natürlich ein bisschen weniger aufwendig, aber das ist auch kürzer. Das heißt, die Arbeitsbelastung im Training ist eigentlich ähnlich. Und da bleibt nicht viel Freizeit übrig und da muss man wirklich sich genau aussuchen, was man tut. Also ich bin da wirklich sehr optimiert geworden. Das heißt, dass ich wirklich die Zeit mit meinen Freunden versuche, schon im Vornherein gut zu planen, dass ich jedes Mal, wenn ich hier bin, und sei es auch nur eine Woche, dass ich wirklich alle meine Freunde auch mal sehe und auch mal mit denen abends essen gehe und so. Man möchte ja auch noch zurückkommen von so einer Mission und immer noch Freunde haben. Alexander Gerst mag es effizient. Im Leben genauso wie bei diesem ersten kurzen Update im Columbus-Modul. Hast du noch Fragen zu Columbus? Ja, I'm good. Alles klar? Yes. Bist du fit fürs Spezialistentraining in ein paar Monaten? In ein paar Monaten? Klar. Also, danke jedenfalls. Danke dir. Schönen Nachmittag noch. Danke.
Bis zu seinem Abflug wird der deutsche Astronaut 10 Lehrblöcke aus Hunderten von Einzeltrainings auf 3 verschiedenen Kontinenten absolviert haben. Freizeit, Fehlanzeige. Aber auch Serena Bertone hat noch längst nicht Feierabend. Neben ihrer Arbeit als Trainerin für Astronauten hat sie hier noch weitere Aufgaben. Copy that. Thank you. Am sogenannten Eurocom, einer Art Kommandozentrale, stehen Mitarbeiter der ESA rund um die Uhr in Hör- und Sichtkontakt zur Raumstation. Serena Bertone ist hier dem französischen Astronauten Thomas Pesquet live zugeschaltet. Heute ist Thomas mit einem haptischen Experiment beschäftigt. Er hat die Hardware gerade installiert. Das ist im Prinzip ein Joystick auf dem Boden von Columbus. Man kann die Ausrüstung da hinten sehen. Jetzt hat er noch Schwierigkeiten mit den Tablets. Er startet die gerade neu und dann geht's wirklich los mit der wissenschaftlichen Versuchsreihe nach den jeweiligen Protokollen. Die Italienerin lebt und arbeitet jetzt schon seit 5 Jahren in Köln. Der Job als Astronautencoach begeistert sie noch immer. Ja, das ist ein sehr schöner und ganz besonderer Teil meines Jobs. Wir trainieren zusammen, haben also hier am Boden miteinander zu tun und dann haben wir die Möglichkeit, auch auf der Raumstation mit Ihnen zu sprechen. Das ist wirklich eine tolle Ergänzung von Training und Zusammenarbeit. Von hier aus begleitet sie als Ansprechpartnerin auch Alexander Gerst bei seiner jetzigen Mission. Ortswechsel. In Darmstadt ist der Saarländer Matthias Maurer unterwegs zu einem der wichtigsten Termine seiner Karriere. Er ist der neue deutsche Astronaut im Team der ESA und muss heute zum ersten Mal der internationalen Presse Rede und Antwort stehen. Achso, ersten Plätze. Danke. Beworben hatte ich mich 2008. Und dann ging es ein Jahr lang sehr intensive Tests. Wir waren insgesamt 6 Testrunden, mussten wir bestehen. 8.500 Europäer waren dabei. Und nach einem Jahr stand dann eine Liste mit 10 Finalisten fest, die alle Tests bestanden hatten. Ich war einer davon und ich war sogar mit Alex eingeteilt, sozusagen in einer Vierergruppe. Und ich weiß noch genau, an dem Tag, an dem die ESA mitgeteilt hat, dass die Leute, wer es dann wurde, an dem Moment war ich auch mit Alex am Telefon und er meinte nur, Moment, ich muss auflegen, das Handy klingelt. Und das war, er hat damals den Anruf erhalten, dass er ausgewählt war. Ja gut, ich habe meinen Anruf einen Tag später erhalten, dass ich nicht dabei war, ja. ESA-Pressevertreter Jules Grandcyr begleitet Maurer zur Pressekonferenz. Das sind auch die letzten Momente der relativen Anonymität, weil ab gleich, ab 11 Uhr, bist du eine öffentliche Person, sozusagen. Ja, ich gehe mal davon aus, dass ich vielleicht für die nächsten 2 Wochen eine öffentliche Person bin. Und dann vergessen die Leute das wieder so ein bisschen. Plötzlich im Mittelpunkt zu stehen, nicht unbedingt Maurers Sache. Seit 2010 arbeitet der 48-Jährige als Ingenieur bei der ESA. Aber das Warten hat sich gelohnt. Heute rückt er ins europäische Astronautenkorps nach. Ein Traum wird wahr. Auf in den Kampf. So, was haben wir jetzt? In 5 Minuten haben wir das erste Interview, oder? Sehr gut. Guten Morgen, meine Damen und Herren, sehr geehrte Vertreter der Medien. Ich rufe auf die Bühne Matthias Maurer, ESA-Astronaut. Matthias, wie fühlt man sich heute? Schon seit 2010 bei der ESA, aber heute ESA-Astronaut. Was ist das für ein Gefühl? Ja, es ist natürlich ein unglaubliches Gefühl, jetzt die Aussicht zu haben auf einen eigenen Raumflug. Ab jetzt steht auch er im Rampenlicht. Zu seiner Vorstellung ist viel Prominenz gekommen, wie der ehemalige deutsche Astronaut Thomas Reiter. Eine erste Hürde hat Matthias Maurer jetzt genommen. Doch der Weg ins All ist noch weit. Wir müssen nach rechts, geht eigentlich. Also das geht so wirklich flott am Stück. Ich habe ja fast keine Zeit durchzuatmen. Ich weiß jetzt gar nicht mal, wie spät es ist und wie viel Zeit ich jetzt schon Fragen beantwortet habe. Also ja, es ist ein Marathon, aber es geht. Die eigentliche Arbeit liegt aber noch vor ihm. Mehrere Jahre Astronautenausbildung. Hier auf dem Trainingsgelände der ESA findet der Großteil von Maurers Basistraining statt. Wie Astronautenkollege Alexander Gerst wird er hier alles lernen, was man zum Leben und Arbeiten im Weltall braucht. Heute steht eine Übung für einen Außenbordeinsatz an, simuliert bei einem Taucheinsatz im hauseigenen Pool.
Vorher noch die Einsatzbesprechung mit Trainer Hervé Stevenin und den Kollegen. Matthias, bist du bereit? Klar. Warten wir auf Luca? Ja, wir warten auf Luca. Komm nur rein. Maurers Tauchpartner für heute, der italienische Astronaut Luca Parmitano. Er ist super, ich bin noch besser. Das wird gut. Genau das zeigen die nachher im Fernsehen. Hier, nimm einen Donut. Maurer soll gleich in einem mehrstündigen Tauchgang zwei Frachtstücke an der Außenwand eines versenkten Moduls anbringen. Eine Arbeit, die unter vergleichbaren Bedingungen auch an der ISS anfallen könnte. Akribische Einsatzplanung ist gefordert. Also erstmal von vorn. Am Anfang sind wir beide an der Luftschleuse. Luca ist auf der Seite, mit dem Kopf nach außen. Ich bin mit dem Kopf nach innen auf der Seite. Was die Sicherheitsleine angeht, Luca wird seine hier anbringen und sie über die Vorderseite führen. Trainingsziel ist heute ein sicherer und effizienter Einsatz. Das bedeutet speziell für mich, meine Abläufe mit den Sicherheitsleinen zu verbessern und mich nicht zu verheddern, wie die letzten Male. Das Begleitteam macht sich für den Tauchgang fertig. Volle Konzentration bei der Übung. Denn ein unachtsamer Moment, ein unvorhergesehener Knoten in den Sicherheitsleinen, kann zur Todesfalle werden. Ja, das sind die Sicherheitsleinen, auf die ich heute aufpassen muss. Das ist meine Lebensrettung sozusagen. Wenn ich mich irgendwo verliere auf der Station, dann brauche ich nur der Sicherheitsleine zu folgen und komme dann wieder zurück zur Luftschleuse. Und Aufgabe ist natürlich, mich nicht zu verheddern. Letzte Handgriffe. Insgesamt 3 Stunden sind für den Trainingseinsatz unter Wasser veranschlagt. Taucher begleiten das Astronautenduo über die gesamte Dauer. Wie Phantome helfen sie durch leichtes Stützen komplette Schwerelosigkeit zu simulieren. Bilder von ihren Kameras landen live in der Einsatzzentrale bei Trainer Stevenin. Schon zu Beginn der Übung erste Schwierigkeiten. Du bist jetzt schon ziemlich verheddert. Matthias, kannst du bestätigen, dass beide Spulen entsichert sind? Ja, beide Spulen entsichert. Tut mir leid. Okay, deine Konfiguration ist in Ordnung. Danke. Matthias, you're doing good. Du schlägst dich gut, Matthias. Perfekt. You are good. Perfekt. Die erste Hürde ist genommen. Maurer und sein Partner haben es aus der nachgebauten Luftschleuse nach draußen geschafft. Sie können nun mit der eigentlichen Aufgabe beginnen. 2 Kisten müssen ans hintere Ende des Moduls befördert und dort angebracht werden. Matthias, so wird das nicht funktionieren. Du musst die Klemme parallel zum Handlauf legen, sonst wird das nichts. Nach ersten Anlaufschwierigkeiten läuft es besser. Die Astronauten sind dem Zeitplan sogar etwas voraus. Doch Trainer Stevenin hat noch eine Überraschung für die beiden vorgesehen. Also, nach einer Weile werde ich zu Luca sagen, beweg dich nicht mehr und sag nichts, kein Wort. Und dann ist es an Matthias zu merken, dass der Kontakt zu Luca abgebrochen ist. Da muss er sich ihm nähern und prüfen, ob das vielleicht nur eine Verbindungsstörung ist. Ja, ja, hol den grünen Haken bei 0905. Er muss dann prüfen, ob Luca bei Bewusstsein ist. Und wenn er keine Regung zeigt, muss er ihn wie ein Frachtstück an sich schnallen und zurück zur Luftschleuse bringen. Ziemlich komplex das Ganze. Luca, jetzt nicht bewegen und nichts sagen. Der italienische Astronaut folgt den Anweisungen. EV1 hier, alles okay bei dir? Matthias Maurer merkt, dass bei seinem Partner plötzlich etwas nicht stimmt. EV1, komm check. EV1, bitte komm. Matthias, ich habe keine Verbindung zu EV1. Kannst du mal nachsehen? Matthias, wir haben definitiv keine Verbindung zu Luca. EV1 ist bewusstlos. Du hast jetzt noch 17 Minuten. 1, 7. Jetzt muss Matthias Luca retten und ihn innerhalb von 20 Minuten zur Luftschleuse zurückbringen. 20 Minuten. So lange könnte der Astronaut bewusstlos außerhalb der Raumstation überleben. Nur wenig Zeit, den regungslosen Luca zurück zur Luftschleuse zu bringen. Ich verstehe nicht. Matthias, was machst du da? Ich glaube, ich habe aus Versehen Lukas Haken erwischt.
Matthias, du hast noch 6 Minuten. Verstanden. Die zwei Leinen hier haben etwas Ärger gemacht. Wir sind gut, die packen das. Matthias, das Erste, was du tust, ist Luca in die Luftschleuse bringen. Dem Kopf zuerst. Alles klar. 2 Minuten noch. Du kannst die Luke schließen. Excellent. Wir sind in Sicherheit. Well done. Woohoo. Gut gemacht, Jungs. Well done, gut gemacht, Matthias. Well done, Matthias. Die Astronauten haben die Übung erfolgreich absolviert. Für Matthias Maurer war die Rettungsmission ein erster harter Test als neuer ESA-Astronaut. Bis zu seiner ersten echten Mission werden noch viele weitere Übungen folgen. Jetzt ist der 48-Jährige erstmal platt. Also ich merke jetzt, die Arme sind schwer und müde. Und dann mich selbst immer wieder zu stabilisieren unter Wasser, da schwebt man ja so ein bisschen weg. Und dann gleichzeitig noch die Probleme lösen. Also das ist schon, da muss man im Kopf dabei sein, auch im Körper dabei sein. Und mit dem Herzen. Und mit dem Herzen, absolut, die ganze Zeit. Also das Herz ist am allerersten dabei. Also ich freue mich jedenfalls darauf, ihn erfolgreich im Einsatz zu sehen. Für heute ist Schluss. Vorerst. Denn schon in wenigen Monaten wird Maurer im Astronautenzentrum der NASA in den USA die finale Tauchprüfung absolvieren. Dann in einem echten Raumanzug und unter strengster Beobachtung der NASA-Trainer. Bis dahin stehen aber noch viele weitere Trainingseinheiten auf dem Programm. Heute zum Beispiel eine Sporteinheit der etwas anderen Art. Joggen in Schwerelosigkeit. Sieht man zumindest schon mal hübsch aus. Okay. Wie du einsteigst, weißt du, kannst hier draufsteigen. Körperliche Fitness ist für Astronauten vertraglich vorgeschrieben. 4-mal die Woche steht Sport auf dem Trainingsplan, sowie Läufe auf einem speziellen Luftkammerlaufband. Es kann Bedingungen auf dem Mond simulieren. Ah, so ist das im Weltraum. Genau so. Das kannst du da hinterher sagen. In der Trockenübung soll Maurer seinen Körper schon mal an die Ausnahmesituation gewöhnen. Der Anfang gestaltet sich allerdings etwas holprig. Also das ist jetzt so wie ein Kängurugang. Also ich könnte jetzt viel schneller laufen. Ich könnte jetzt 20 km/h laufen. Das fühlt sich an wie auf der Erde. Ich brauche mal eine andere Koordination. Ich laufe jetzt 17 km/h. Aber eigentlich ist das so, als würde ich spazieren gehen, wenn ich jetzt den Körper mal in der Kontrolle habe. Sich fit zu halten ist das oberste Gebot eines Astronauten in Wartestellung. Das Leben von Matthias Maurer ist ab jetzt für die nächsten Jahre akribisch vorgeplant. Ich meine, ich muss jetzt regelmäßig Sport machen und die wilden Partys, das ist natürlich kein Thema mehr. Klar, man fährt durch die Gegend und hält Vorträge. Also das Privatleben wird ein bisschen weniger. Aber ich versuche einfach so zu bleiben, wie ich bin. Mich da jetzt nicht groß unter Druck setzen lassen, mich stressen. Normalerweise machen die Astronauten auf der ISS jeden Tag 2 Stunden Sport. Die Hälfte davon ist Fitness und die andere Hälfte davon ist Kraft. Fitness ist, damit der Kreislauf in Bewegung kommt und die Kondition gewährleistet ist. Die Kraftsport betreiben wir, damit die Muskeln kräftig bleiben, die Knochen ordentlich stabil bleiben, weil in Schwerelosigkeit bauen die sich ja sehr schnell ab. Ja, ich habe das in Lentera X für dich vorbereitet. Du kennst es ja vom Prinzip her schon. Ne? Ja. Eine kleine Stabilisationsübung. Ist das von deiner Höhe? Das ist gut. Okay. Wirst du mal eben. Okay, das hältst du schon gerade. Aufstützen. Zuständig für die Fitness der Astronauten in Köln ist Sportcoach Nora Petersen. Schon bei den letzten 10 Missionen hat sie die ESA-Astronauten konditionell vorbereitet. Auch Alexander Gerst hat sie für seine jüngste Mission fit gemacht. Sie weiß ganz genau, worauf es ankommt. Nochmal 5 Wiederholungen. Schön sauber. Jemand, der positiv denkt, 5 Wiederholungen. Also immer nach den realistischen Zielen greifen. Was wir jetzt hier gerade machen zum Beispiel, ist die Stabilisation. Das ist relativ schwierig. Viele trainieren das auch gar nicht in der Form, sondern trainieren eher so die Oberflächen, die Muskulatur, die man schön sehen kann. Wir trainieren die Muskeln, die man nicht so gut sehen kann, aber die enorm wichtig sind, gerade
in hinsichtlich der Vorbereitung für das Training im All, weil wir da diese Muskulatur nicht gut kriegen mit dem Training, was wir machen. Wir führen zwar das tägliche Training durch, aber die Schwerkraft fehlt. Und dieser Reiz ist schwer zu reproduzieren. Und deswegen versuchen wir, das möglichst stabil aufzubauen, bevor sie fliegen. Und greifen das wieder auf, wenn sie runterkommen. Aber das ist ein bisschen schmerzhaft vorher. Alles klar? Ja, ja. Okay. Wir noch eine bisschen herausfordernde Bewegung machen, damit die Beine ausschwingen. Ja, machen wir nicht. Lieber Fritz, sorry. Ich suffe jetzt gerade ein bisschen. Das macht nichts. Ich leckte den Alkohol gestern. Also normalerweise ist ein Astronaut kein Supersportler, weil ein Supersportler hat im Weltraum Probleme. Wenn du zu großes Herz hast, dann kommst du mit der Schwerelosigkeit nicht klar. Das heißt, man möchte eigentlich nicht einen Spitzensportler, aber man möchte auch nicht einen Antisportler haben, sondern so jemand wie mich, der in der Mitte liegt. Alles klar. Astronaut sein hat eben seinen Preis. Also momentan muss ich fragen, hier meinen Scheduler, habe ich morgen Zeit, darf ich übermorgen dies und jenes machen, weil es gibt einen festen Plan. Und es ist sehr komplex, den aufzustellen. Es müssen ja viele Leute bereit sein und verfügbar sein. Und klar, da kann ich nicht einfach hingehen und sagen, am Morgen habe ich jetzt keine Zeit oder keine Lust. Ja, also ich bin ein bisschen fremdgesteuert momentan. Man muss halt funktionieren, man darf nicht krank werden. Ansonsten bricht der Plan zusammen. Das amerikanische Weltraumcenter in Houston. Hier wird sich Matthias Maurer gleich der wichtigsten Prüfung seiner Astronautenlaufbahn stellen. Wenn er nicht besteht, wird sein Traum von einer Weltraummission erstmal warten müssen. Also man hat mir gesagt, wir testen die ersten 2,5 Stunden deine technischen Fähigkeiten. Dann machen wir noch 2 Stunden, um dich müde zu machen. Und dann kommt das Rettungsszenario und dann wollen wir sehen, dass du wirklich müde, abgearbeitet, dass du dann noch in der Lage bist, deinen Kollegen zu retten. Aus der Einsatzzentrale oberhalb des Beckens wird der Tauchgang gesteuert und von einer Expertenjury der NASA bewertet. Auch Maurers Trainer aus Köln, Hervé Stevenin, schaut gespannt zu. Guten Morgen, hier spricht Lance, euer Einsatzleiter. Könnt ihr mich gut verstehen? Laut und deutlich, guten Morgen. Anders als in Köln tauchen die Astronauten hier in echten Raumanzügen. Knapp 130 Kilo sind die schwer. Allein darin, die Orientierung zu behalten, stellt die Astronauten vor enorme Herausforderungen. 5,5 Stunden lang läuft es gut für Matthias Maurer, bis... Matthias, you good? Yeah, Matthias, good. Sounds good. Tracy, can you hear me? Tracy, kannst du mich hören? Tracy, EV2 für EV1. Okay, drück meine Hand, wenn du beim Bewusstsein bist. Keine Reaktion. Wir starten die Personenrettung. Ich kehre mit EV2 zur Station zurück. Maurer hat das Rettungsszenario richtig und rechtzeitig erkannt. Er hat jetzt 30 Minuten Zeit, Tracy zur Luftschleuse zu schleppen. Doch in der Hektik macht er einen Fehler. Matthias, du hast dich mit den Füßen in den Sicherheitsleinen verheddert. Ja, das sehe ich. Die Rettungsleinen sind Maurers Achillesferse. Und genau dort haben sie sich verfangen. Ich kann mich nicht drehen. Maurer kann sich befreien. Doch wie wird die Jury das Missgeschick bewerten? EV2 ist in Sicherheit. Okay, that's time. Okay, Zeit stoppt. Gut gemacht, Matthias. Wie lange habe ich gebraucht? Sag du es mir. Was glaubst du, wie lange du gebraucht hast? Ich schätze so 25. 25? Ganz gut. Das waren 21 Minuten. Okay, zu schnell. Ich hätte lieber den Leinensalat vermeiden sollen. 6 Stunden Prüfung hat Maurer hinter sich. Nur wenn er hier mit Bestnoten abschneidet, wird er bei einer Mission einen der begehrten Weltraumspaziergänge ausführen dürfen. Bist du erledigt? Ja, total. Das Urteil der Jury steht noch aus. Doch Tauchlehrer Stevenin hat ein gutes Gefühl. Er war sehr zufrieden, hat sich das angeschaut. Und er hat gratuliert, von daher, er weiß mehr als ich, weil er oben dabei war. Von daher gehe ich aus, dass es hoffentlich gelangt hat. Und von daher freue ich mich jetzt auf erstmal eine Dusche und dann auf ein Bier danach. Später wird Maurer erfahren, dass die NASA-Jury ihn positiv bewertet hat und er somit die Prüfung bestanden hat. Immerhin hat er seine Partnerin 9 Minuten vor der Zeit gerettet, trotz des Verhedderns in den Seilen. Man begleitet die Astronauten von Anfang an und bringt sie nach und nach auf dieses Level.
Das ist wirklich rührend. Matthias Maurer gehört jetzt zu denen, die das Zeug für eine Weltraummission haben. Das viele Training hat sich gelohnt. Und vielleicht ist er nach Alexander Gerst der nächste deutsche Astronaut im Weltall.